Oh, na klar, was macht denn der hier? Logisch. Na dann, los geht's. Das kann so ein kleiner Behemoth ganz schön ausrichten. Ja, nicht so viel. Ich habe ja gut gelevelt. Oh, hey, so eine Riesenform. Genau, heil dich erstmal, du Bastard. Naja, der macht trotzdem nicht lange. Tschüss, Lappen. Darf ich nochmal kurz neben zwei, nebenbei leveln? Das wäre korrekt von dir, Spiel. Oder ich guck mir die Katzen an. Doch nicht. Kristarium, noch ein letztes Mal leveln. So. Bei dir auch. Gut. Lol, Frühreif, na ja, nicht so. Sahnepudding hat nichts. Oder? Sechs. Ich friss einfach sechs. So, allerdings, ich muss jetzt mal mein. Wo konnte ich denn mein Hauptteam festlegen? Ach, da, Monsterverband. Genau, der KFC fliegt jetzt mal für den Sahnepudding. Und dann passt das auch so. Wow, ich habe wirklich fast überall nur einen Brecher drin, anstatt da. Da habe ich einen Sahnepudding. Korrekt. Bitte nicht sein. Ja, ja. So, Monsterkomponenten. Speckstück. Tschüsske. Gibt's hier bessere Waffen? Nope. Phönixfedern 9 sollten eigentlich reichen. Bluttränke 5 Stück. Schon mal für den Fall. Ein paar Heiltränke nur für den Fall. Eine Phönixfeder nur für den Fall. Was sonst noch irgendwas Cooles? Warum? Ah, egal. Laber mich nicht voll. Keine Zeit für dich. Rotter Schokobor. Wo ist der denn gelandet? Da. So. Es gibt Essen, mein kleiner. Feuerresistenz plus 40%. Locker. So. Brecher plus plus ATB-Balken. So, jetzt frisst er schon die Dreier. Und natürlich habe ich nur genau einen Speckbrocken. Einen einzigen. Krass. Naja, gut. Wie teuer sind Speckbrocken? Backbrocken. Gibt es die überhaupt schon? Nein, gibt es noch gar nicht. So, ich gehe mal noch ein bisschen auf Itemsuche. Aber ich glaube nicht, dass ich da nicht viel finde. Oh, genau, von meiner Nase 1 ist 1. Awesome. 3 Heiltränke. Da hat sich das Einkaufen ja gelohnt. So, speichern. Und auf ins Gefecht.
Items? Items? Ah. Hey, Yul. Yul, are you on your own? Well, I brought you this. Why? What should we do with it? You must protect the timeline. I saw you in Erebus. I trust you. I believe in you. We're in the same time as when we met in Erebus. So you're the same Yul? Yes. Wie ist das denn möglich? Who are you? Ich dachte, jede Zeit hat nur eine Yul. I am the Seeress of the oldest tribe on Pulse. My visions of the future are recorded and stored in the Oracle Drive. But that is long in the past. There is no more need to record the prophecies. I have Caius now. What do you mean? He is tasked with protecting the Seeress and remembering her visions. Now and forever, he will remember the entire timeline. Caius. Die gesamte Zeitlinie? Ist das nicht ein bisschen sehr viel? The Seeress possesses the eyes of Etro, and inside Caius beats the heart of Chaos. The goddess has gifted him. Reißen wir ihm das Kerz einfach raus. He is a guardian, and his mission is to protect the Seeress. Noah ist auch ein Wächter, hat er auch das Herz des Chaos? The power to see the future is a terrible weapon. It can turn history into chaos. But then, I don't understand. Why are you helping us? I mean, you do know we're trying to change history, right? History has already been broken. Genau, jetzt können wir auch fertig machen. The timeline had been twisted before I met you. The distortion leads to a future of death and destruction. If you change the future, you can change the past and correct the distortions. The miracle that saved Cocoon has already been altered. Someone who is meant to survive did not come home. Someone who was meant to survive. Lightning. You mean my sister? You do, don't you? You're saying that Lightning shouldn't have disappeared that day. It was because the future was changed. So if we keep traveling through the gates and resolve all the paradoxes that are happening. Yeah. If you change the future again, the true past will be restored. The past that you still remember, Sarah. Together, the two of you can correct the timeline. Großartig. Do you hear that, Noel? We've been doing the right thing all along. Ja, nun kommen wir jetzt auch lebend raus. Can you tell us something else? Someone has been laying traps for us inside this tower. Do you know who's behind it? So, wie ist er eigentlich auch gekommen? It is here inside the tower. It has generated the contradictions that threaten you. The machine is sentient. Machine. So the Caius, who we met earlier in Academia, he was. Ja, bei so einem riesigen Rechenkern, kein Wunder. What about the other Caius, the one we saw in the tower? He is real. He brought me here, and when we are finished, he will take me away. Let's go. Los, auf in die finale Schlacht. See a new future. Ach, Noel. We'll do it. Wozu sind Tastaturen überhaupt da? Ah, das ist das Portal. Du bist tot. Caius, wo warst du? Oh, Caius. I shall remember your pain. It will be carved in my heart, together with the memories of every other. Sie hatte keinen Schmerz zu Penner. Was tust du? Naja, wie dem auch sei. Wir haben jetzt Besseres zu tun.
Das ist auf jeden Fall ein verdammt fresher Ort. I'm worried about Yule. Ah, sie ist tot. Macht keine Sorgen. Yeah. But if we're going to fight, we can't afford to have doubts. She's hoping for a better future and believes we can make it. Hm. Look, the fake Caius was sent out from this place. But where's the enemy that Yule warned us about? Warum muss die Musik so übertrieben laut sein? Ich meine, es ist geil, aber trotzdem. Hallo. So this is what Yule meant by sentient machine. This thing has been behind everything. It's the one who turned the people into Seath, and it's the one who's been trying to kill us in the tower. So, der Kampf hier da. Das sollte nicht zu hart werden. Nein. Nein, wird's nicht. Da kann es ja sogar relativ schnell gehen. Einfach weil ich weiß, wie genau ich das noch machen muss. So, jetzt der da. Ey, Noah, wen greifst du da an? So, damit ist er auch so gut erledigt. Und jetzt zum Großen. Ja, das geht ja schön schnell. Niemand juckt deinen Scheiß. Ja, den kriege ich. First try. Das wird easy. Einfach durchlaufen da. Holy fuck. Er hat das Spiel fast komplett ausgelöscht. Krank. Ja, das war zu leicht. Drei Filmesfelder an. I don't understand. How did the future Protophalsi end up here? This place must be like the void beyond. A crossroads where the future and past intersect. And that would enable time travel. No. Do you realize what this means? The Protophalsi could have used this place to travel through time and infiltrate the artificial intelligence. Then it could have manipulated the AI to kill all the humans in the tower and build the Falsi of Academia's future. You're saying the Protophalsi took control of the AI and ordered it to build the Protophalsi. Wow, er hat sich selbst gebaut. Chicken and egg paradox. Right. A paradox is exactly what it is. The Protophalsi was trying to protect the distortion that gave birth to it. Knew all along that it was part of the paradox. Just a sec. If the Protophalsi can manipulate the past, that means. Der kommt gleich wieder. Genau. Runde 2, bitches. You can travel back in time and rebuild itself. As long as the crossroads exist, you cannot defeat the Protophalsi, Kupo. Großartig. Also, auf ein weiteres. Machen wir ein bisschen Druck jetzt hier. Boah. Hauen ganz schön rein, die Viecher. Ah, egal. Nummer 1 erledigt. Ah, jetzt sehe ich schon, setzen wir diesmal vielleicht ein bisschen mehr ein. Ja, ich hab seinen Scheiß. Brich es ab. Na Gott sei Dank. Huch. Was habe ich getan? So hier. So. Ah, jetzt hat er schon ein bisschen mehr Leben. Okay. Nicht, was mich aufhört. Ah ne, da doch Protes. Ah, egal. Wie gesagt, nicht, dass mich aufhört. So, jetzt kann ich mal ganz kurz zeigen, warum Sani-Pudding geil ist. Deswegen ist Sani-Pudding geil. Sani-Pudding beste. Das ist immer der absolute Notfall hier. Einfach kurz switchen und dann passt das.
So, reicht. So, einmal schocken muss noch sein. Ja, das geht ja ganz Spaß wieder von vorne los. Das Schöne an Sunny-Punding ist auch, dass seine Spezialfähigkeit sich halt wirklich super schnell auflädt. Ey, wie greifen die ihn an? Sollen den da angreifen? Ja, komm, weg damit jetzt. Du bist tot. So, und jetzt nochmal zu dir. Ja, machst du viel Schaden, wie du willst. Du bist sowieso gleich tot. Komm, wir beenden es mit Style. Bastard. Ausweichen. Natürlich. Huch, B. Oh Gott. Okay, my turn. See how you like this. Okay. So weit, so gut. Time for you to go away. For good. Hau raus. Gib ihm hart. 2400 ist doch fast gar nichts. Mein Wolf macht mehr Schaden. Thanks to Mog, huh? You guys play around. Lol. Thank you. You did great. Gewonnen. Ja, schlecht. Apfelkristall. Goldklumpen. Ja, warum auch nicht? Immer her damit. I need it. This is Hope's fault. He was the one who started building these things. Protofal C and AI both. Will you listen to me? Looking around for scapegoats. These fights are really starting to wear me down. I don't blame you. It's not gonna do us any good whining about the mistakes of the past. If we don't stop this thing from regenerating, we're never gonna get out of here. Oh, und damit wird dieser Part auch schon wieder beendet. Wenn ihr mich unterstützen wollt, drückt doch oben rechts auf mein Profilbild, oben links, um zu meinem letzten Video zu kommen, unten links für die Plays und unten rechts zu einem vorherigen Video. Ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen und bis dahin.